Recht herzlich willkommen zur 45. Folge von Stellaris. Ja, letztes Mal haben wir hier irgendwo eine Bergbaustation gebaut. Ich glaube, hier war das, oder nicht gebaut, sondern in Auftrag gegeben. Ja, das war hier, genau. Das passt dann. Und wir versuchen halt hier uns zu vergrößern, was aber immer noch nicht klappt. Irgendwie will dieser Planet nicht zu uns gehören. Dafür müssten wir wahrscheinlich hier irgendwie größer werden. Necker Prime. Ja, ist ja möglich wahrscheinlich, dass das sein muss, denn hier da wird der nächste, das dauert nicht mehr lange, dann könnte es auch sein, dass das größer wird. Wenn da mehr Leute kommen, wird der Einflussbereich doch größer, oder? Gehe ich mal von aus. Zum Aufrufen von Regierungsansichten klicken, okay, brauchen wir jetzt nicht. Da kommt schon das Konstruktionschip für hier die Bergbaustation. Macht er erstmal. Hier oben sollte noch einer hinfliegen. Oh, was ist das? Ach, da war das hier, ne? Ah, System erkundet, okay. Das Schiff ist dann durch. Ist jetzt auch nicht irgendwie was Besonderes. Dann würde ich sagen, hier hin, oder? System erkunden, mach mal. Weiß nicht, was damit ist. Quite dark. Sieht jetzt komisch aus, ne? Neutrale Flotte da. Ja. Da ist das. So, die sind da im Erkunden, das ist ja alles gut. Mach das weg. Hier geht immer noch nicht, ne, genau. Wir müssen jetzt hier gucken, dass wir das übernehmen werden. Das kann weg, das war das eben. Ja, irgendwie. Müsste man jetzt dann einen Angriff fliegen wahrscheinlich, ne? Aber das ist so irgendwie ein großes Reich, ne? Das wird schon ein bisschen gefährlich sein dann. Ja, gute Frage, was wir da machen, ne? Gucken wir mal gerade hier rein. Folgen beenden, ja. Ah. Wissenschaftler ist vor Ort. Kurheimatwelt. Wir brauchen da ein Forschungsschiff. Das ist da. Das ist jetzt hier unterwegs, ne? Das ist das, oder? Warte mal. Ja, das ist das Schiff. Es erforscht jetzt diesen Sektor hier gerade. Hat nur noch einen. Oh, da ist eine Welt, die. Diese Welt können wir derzeit nicht kolonisieren, aber es sieht gut dafür aus. Okay. Okay, da gibt's was. Sie waren jetzt mehr so getroffen. Dann lassen wir gerade. Ne. Hervorragend angehalten. Okay. Erkundung nach bewohnbaren Planeten. Ah, jetzt ist das so, das war eine Aufgabe. Gut. Beobachtungsposten. Schön. Bewohnbarkeit 80%. Die sind da schon unterwegs. Okay, Armee.
Da brauchen wir also nicht mehr unser Forschungsschiff. Das ist schon durch jetzt. Das könnten wir jetzt dahin schicken. Forschungsschiff. Hierhin bewegen. Erstmal. Dann gucken wir weiter. Nehmen wir das Prime. Okay, das hat weit zu fliegen dann. Aber nicht schlimm. Und hier brauchen wir ein Konstruktionsschiff. Beobachtungsposten. Liegt außerhalb unserer Grenzen. Alles klar. Ja. Bergbaustation bauen, super. Können wir alles mal Außenposten bauen. Das wäre dann noch was, ne? Aber bringt's das? Nicht wirklich, glaube. Okay, da sind wir hin, glaube unterwegs. Da oder da weiß ich jetzt nicht, aber ist auch nicht schlimm. Da geht noch nichts. Da sind wir beschäftigt. Gut. Das geht nicht, das würde gehen. Das könnte man kolonisieren sogar. 273 ist mir aber ein bisschen teuer. Der wäre 570, das können wir uns gar nicht leisten. Da gibt es Primitive, ja. Wir müssen mal weiter gucken. Wir müssen hier weiterkommen. Definitiv. Da ist die eigene Flotte. Das ist das Forschungsschiff. Das ist unterwegs. Ach, wir haben nicht gestartet hier. Oh, das war schlecht. Dann dauert das ewig, bis wir da hinkommen, ne? Der würde besiedelbar sein, aber liegt in einem Bereich eines anderen Reiches. Was haben die denn da? Nix, oder? 70%. Da ist doch nix. Warum ist das deren Reich? Das ist die Frage. Was war das jetzt hier? Inaktives Gebäude da, okay. Das ist inaktiv, egal. Irgendwer wird da schon noch hinkommen und dann das wieder machen. System erkundet. Ja, das hatten wir ja schon länger, ne? Das wissen wir ja, dass das erkundet ist. So, das Forschungsschiff ist aber weg. So. Gucken wir mal in die Forschung gerade rein. Kurz vor der Vollendung, da dauert es länger. Da können wir das dann beseitigen. Gewaltige Gletscher. Modul zerstört, Werft, Zerstörerwerft. Okay. Läuft. Ist das unser Forschungsschiff? Ja, fliegt irgendwie auf anderem Territorium lang, kein Problem damit, ne? Okay. Ach so, da müsste ich das Konstruktionsschiff erst auswählen wahrscheinlich. Dieses Himmelsgewölbe, das ist ja
Planet liegt außerhalb unserer Grenzen. Wissenschaftler leitet Ingenieurforschung und fördert eine neue Stufe erreicht. Super. Ach so, wir haben hier zu wenig Essen, sehe ich gerade. Und das ist 163, das ist ganz schlecht. Puh. Sektoreinstellung. Roboter bauen. Was ist da aufgepoppt? Da muss ich jetzt gucken. Verfügbare Tradition. Okay. Okay, neue Tradition. Dann müssen wir mal gucken, ne? Also diese wäre möglich, oder wie sehe ich das? Oder die gelb umrandeten? Gucken wir mal erstmal hier. Planetenhauptgebäude produziert jetzt eine zusätzliche Einigkeit. Und 208. Okay, zum Kolonisieren bauen von Grenzaußenposten werden. Okay. Griff nach den Sternen. Also diese können wir auswählen, ne? Diese nicht. Zu teuer wahrscheinlich. Nee, will ich nicht. Also wenn, dann hier oben, ne? Das wäre dann Fördern von der Einigkeit, die dann wiederum hier ist. Also macht eigentlich Sinn, ne? Ja, machen wir. Laufen lassen. So, dieses System ist bei den anderen, aber irgendwie nicht bei uns. Warte mal, jetzt lass mal überlegen. Da ist ja diese Welt. Wenn wir jetzt hier einen Außenposten bauen würden, ne? Wird unser Reich dann nach da verschoben? Das geht noch nicht, ne? Nein. Also wenn, dann würde ich das mal da machen, ne? Konstruktion kann man hier nicht bauen. Warum nicht? Das kann nicht sein, dass das fehlt. Komisch. Was sind denn das hier für Untertanen? Ach, das ist nicht von uns, okay. Das ist eine Kriegserklärung, aber nicht gegen uns, auch egal. Gut. Außenposten bauen ging hier nicht, ne? Konstruktionsschiff hatten wir schon. Ah, jetzt geht das doch. Oder war das nicht das passende Schiff? Dann bauen wir das doch mal. Gut. Weiterlaufen lassen. Fliegt von da rüber. Okay. Hier blinkt so vieles, aber keiner weiß was.
Also hier fliegt ja das Forschungsschiff hin, ne? Und wo ist das Forschungsschiff? Da oben noch, dauert also noch. Das können wir wegmachen. Neue Stufe erreicht, super. Kann auch weg. Die Astraveler bewegt sich darunter. Und der Außenposten wird hier irgendwo gleich gebaut. Ich glaube, da war das, ne? Müssen wir dann gucken, wie sich das ausweitet, was das bringt. Ja. Dann haben wir das fürs Erste. Jetzt ist unser Essen noch ein großes Problem. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir das noch ins Lot kriegen. Budget. Da sind wir falsch unterwegs. Hier müsste es was mit Essen geben, dann wäre das schon nicht schlecht, ne? 60, das gibt dann Aufstand und weiß ich was. Regierung Beger, ich will hier auf den Planeten. Da ist er. Oberfläche. Und die sind hier schön am Produzieren. Warum ist das rot? Energie ist zu viel. Bergbau können wir so lassen. Okay, dann wollen wir das mal gerade machen hier. Anhalten. Beseitigt was für Dinger? Dichten Dschungel. Kulturstätte. Erbe. Kulturerbestätte. Sehr interessant. Kriegsforderungskosten werden uns reduziert. Ne, das brauchen wir schon mal nicht erstmal. Ich glaube, dann nehmen wir das hier oder was. Ja. Dann mach das und fertig. Kann ja nicht lange dauern, ne? Gut. Also, wir waren noch hier. Ne, da waren wir gar nicht. Ja. Welcher ist das eigentlich wo? Ach, da oben, okay. So. Wir haben hier viel zu viel. Können wir das verbessern? Rechte festlegen, abreißen, ersetzen. Ja, Lebensmittel machen. Ich soll das umbauen. Gut, nächsten Planeten. Jetzt hätte ich den auch da wählen können, oder? Wieso wird da nur einer angezeigt? Naja. Dann haben wir Demis Prime. Und dann müssen wir da runter. Wo sind wir denn hier eigentlich? Da. Oberfläche. Können wir auch noch was ändern? Tja, Essen ist da, das wird... Die macht gar nichts hier, das ist schon mal ganz schlecht. Okay. Geht nix. Da ändern wir sowieso schon irgendwie was, glaube ich. Dann da halt, ne? Geht auch nicht. Ja,
Gut, okay, da müssen wir mal gucken, wie wir das nächste Mal in den Griff kriegen. Diesmal soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.